Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode des Play World of Warcraft Battle for Azeroth, der nachgeborene Krieger. Und wie versprochen habe ich die drei Wurmmissionen schon fertig gemacht. Und wir können bald auch in Battle for Azeroth starten. Okay. Wir können anscheinend direkt in Battle for Azeroth starten, weil die Quest ist jetzt einfach fertig. Das ist ja geil. So. Was gibt's jetzt? Nichts anscheinend. Ja, geil. Der hat auch eine Quest. Warum hat denn der auch noch eine Quest? Ey. Wirklich? Ich muss wirklich nach Valshara gehen? Are you shitting me? Ist das wirklich die Quest, die ich jetzt tun muss? Ich soll wirklich komplett Valshara durchquesten. Das ist eine Klassenhallen. Naja, nee. Ich muss in Helia. Ich muss Helia besiegen. Ja, Helia besiegen wir nicht, liebe Leute. Aber wir springen in den Abgrund. Und dann springen wir schön weiter nach Orgrimmar. Ne? Da wollen wir nämlich hin. Denn da geht unsere Story weiter. Mit der Hour of Reckoning. Ne? Huch. Wie man so schön sagt. Und damit kommen wir in die BFA-Gebiete. Ich habe jetzt schon wunderhübsch hier mein Shit aufgewertet, alles. Müsste alles auch passen, ne? Ja, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Und, dann sind wir mal gespannt, ne, wie schnell oder langsam Battle for Azeroth Leveling dann jetzt letztendlich geht. Ne? Ist ja auch für mich eine interessante neue Info. Übrigens, dieser wunderhübsche, neue Portalraum hier, ne? Der ist echt geil. Ich mag auch hier diese, ne, wenn man sich mal so die Portale anguckt, die neuen. Die sehen schon sehr, sehr geil aus. Er hat sich auf jeden Fall gut viel Mühe gegeben. Da kann ich mich nicht hinporten nach Sandala. Honeydew Village. Dalaran, Kristallsangwald ist auch nicht schlecht, ein guter Port. Silbermond, Schatrat, Kriegsspeer, Azuna. Ja, warum nicht in das andere Dalaran? Warum Azuna, verstehe ich nicht so ganz. Aber hier fehlt Undercity. Gut, da kommt man relativ schnell damit hin. Und hier fehlt definitiv noch Dönerfels in Malgor. Hier ist auch nichts drin. Abstellräume. Vielleicht werden die auch noch zu neuen Portalräumen dann letztendlich ausgebaut. Ich finde ein bisschen blöd, dass man da drin nicht fliegen oder beziehungsweise sich nicht aufmounten kann. Ne? Das ist letztendlich ein bisschen doof, aber gut. Na, was will man machen? Wenn Blizzard dem so will, dann will Blizzard dem so und dann machen wir den auch so. So, der gute High Overlord Zaufang hat hier für uns die nächste Quest. Wir können uns hier eine Waffe aussuchen. Einhändig, die ist zweihändig. Wir haben noch eine zweihändige Axt. Der Kampf um Lordaeron, den wollen wir natürlich nicht machen, ne, den kennen wir ja schon. Von daher tauschen wir jetzt auch mal hier schön brav unsere Artefaktwaffe aus und sprechen mit Isabella. Ich habe das schon mal gehört, wir wollen das bitte überspringen. Das ist doch auch ganz schön. Außerdem habe ich mir natürlich diese Scouting-Map rübergeschickt. Das heißt, ich habe jetzt alle Flugpunkte in... ich glaube nicht alle, aber die meisten Flugpunkte in Kul'Tiras und Sandala freigeschaltet. Das könnt ihr euch einfach beim Rüstmeister von der 7. Legion bzw. den Eidgebundenen kaufen. Ne? Wir müssen jetzt nach Silithus, ne? Steckt der Name Silly mit drin, ne? Das ist ein bisschen dumm. Aber wir müssen, dürfen und wollen dahin, denn der gute Magni hat uns dahin bestellt, wegen einem gewissen Schwert, das da mitten in, ja, Azeroth steckt. Ne? Das wollen wir raushaben, das wollen wir nicht mehr haben. Hier gibt es nochmal ein Portal nach Tol Barad. Die Kataklysmen-Portale sind auch noch alle hier. Ne? Hätte ich eigentlich ganz geil gefunden, wenn sie das alles irgendwie zusammengeführt hätten in so einen Raum. Ne, wenn jetzt der Portalraum irgendwie hier gewesen wäre, oder ist hier irgendwas drunter? Nee, ne? Dass man hier irgendwie hätte reingehen können in den Portalraum. So, dann hat man hier oben halt das Kataklysm-Ding, ne? Und da unten hat man dann die anderen Portale. Fände ich geiler, fände ich schöner. Ein bisschen einprägsamer, ein bisschen weniger Laufwege und so. Und die Portale werden halt auch nicht so verteilt. Aber gut, Blizzard wollte es gerne so machen. Und da wollen wir mal nicht so sein, ne? Wenn sie das so gemacht haben wollen, dann hat das bestimmt auch einen Grund. Wir sind da hinten den Stern, der Stern ist da, wo Argus mal gewesen ist. Das ist jetzt für alle Charaktere auch schon so.
Der Stern am Firmament, am Nachthimmel, der leuchtende ist eben der Sitz des Pantheons. Und sobald wir den nicht mehr sehen, ne, ist irgendwie hat der Arsch wieder Kirmes. Von daher hoffen wir, dass wir den noch ein Weilchen sehen können. Fand ich eigentlich ganz geil mit Argus erst, was da oben am Nachthimmel gewesen ist. Und dann später eben, wenn man den Raid geschafft hat, ne, auf Argus, dann kam direkt schon eben dieser Stern, der jetzt da ist. Und der ist mittlerweile eben für. Ich weiß gar nicht, ob es direkt für alle Charaktere da ist. Ich glaube schon, ne? Ich glaube schon. Und das finde ich geil, ja. Sowas finde ich einfach cool, wenn Blizzard sowas macht. Solche kleinen Dinge auch einfach. Ne? Ich meine, das ist ja jetzt nicht viel, ne? Das ist einfach nur so ein kleiner Leuchteeffekt da oben. Ne? Mein kleiner Stern, der leuchtet für mich. Ne? Und der hier leuchtet eben auch für alle anderen Charaktere. Ne? Und wenn wir uns daran erinnern, hier haben wir Magni das letzte Mal auch getroffen, als er unsere Artefaktwaffen dazu verwendet hat, um die Korruption aus dem Schwert hier rauszuholen. Okay, irgendwie habe ich das Gefühl. Ja, das bewegt sich wirklich. Ich dachte gerade, das liegt nur daran, dass ich mich bewege, aber hier diese an der Seite, diese Knochendinger, die scheinen sich zu bewegen, die pumpen irgendwas hoch. Nur noch sehen, wenn jemand auf die Idee kommt, man könnte das Ding ja mal rausziehen, ne? Aber ist eigentlich keine so gute Idee, liebe Leute. Man hat immer so das, ne, das Gefühl, man muss das rausziehen, wenn man so ein Messer zum Beispiel irgendwie in der Brust hat, aber das ist nicht gut. Ne? Wenn man das Messer rauszieht, oder in dem Fall dieses Schwert hier rauszieht, dann hat man ein großes Problem, weil in dem Moment, wo man dieses Schwert rauszieht, sind nämlich die Arterien wieder frei und das Blut pumpt da einfach nur so raus, bis zum geht nicht mehr. Eine sterbende Welt und das Herz von Azeroth. Hui, so, das Schwert wollen wir natürlich holen, das Schwert, die Halskette wollen wir uns holen, das Herz von Azeroth, ne, die gute, hat schon gut leiden müssen, aber die Konsole verwenden ist optional, wir wissen, was hier passiert ist, Magni, sag uns doch einfach mal, was Azeroth von uns will. One born of her own essence. The very heart of Azeroth. Infuse this amulet with power. It might be the only way to save her. Das ist doch nett, oder? Das Herz von Azeroth haben wir jetzt auch direkt freigeschaltet, ne? Ich habe ein Herz. Ein Herz für Azeroth. Und das Einzige, was wir eben tun müssen, ist jetzt erstmal diese ganzen Dinge absorbieren. Ne? Azeroth hat hier ein kleines Problem, ne? Ein bisschen Blut ist hier geronnen von Azeroth. Und wir sollen jetzt diese Macht, dieses geronnene Blut verwenden, um hier die Konsole zu fixen, ne? Diesen Teil von Azeroth, dieser Herzkammer, ne, um Azeroth eben am Leben zu halten. Wir sind hier oben auch wirklich schön, ehrlich gesagt, diese ganzen Titanengesichter oder, naja, sind das Titanengesichter eigentlich nicht so ganz, ne? Sieht ein bisschen aus wie Zeus, muss man sagen. War schon ganz geil, ne? Ist hier alles kaputt gegangen. Das Siegel ist kurz vorm Brechen. Ah, wir haben es gefixt. Die Chamber ist secure. Wir können jetzt uns die Brustplatte holen. Das bringt 10%. Das bringt 10%. Das bringt 10%. Also ist es eigentlich egal. Guck mal, das sieht scheiße aus. Das sieht scheiße aus. Das sieht alles scheiße aus. Wir transmogen das eh rüber, oder? Wir nehmen jetzt einfach mal die Brustplatte. Und dann sollen wir zurück nach Orgrimmar. Der Teletransporter bringt uns auch netterweise direkt zurück nach Orgrimmar. Und mit dem nächsten Patch übrigens, ne, mit 8.2, werden wir wahrscheinlich hier noch ein bisschen mehr erfahren zu dieser Storyline. Mit... Oh Gott, warum gehe ich denn schon so? Ich habe nicht so viel geschlafen heute Nacht, habe ich das Gefühl. Mit Azeroth, ne? Mehr Damage auf Warbreaker ist immer geil. Gehen wir mit. Und wir wollen jetzt erstmal natürlich das übermoggen. Also so geht's ja nicht. So, einmal Mog. Zack.
Und einmal bitte fliegen nach oben zu dem guten Nathanos Pestufer. Der Gute hat nämlich auch noch eine Quest für uns, die wir abschließen müssen. Ne? Die Stormwind-Invasion, die wollen wir natürlich auch nicht machen. Ja, also das ist wirklich langweilig, leider Gottes. To win this war, the Horde needs allies. The boy king has something that does not belong to him. I want it back. You are to infiltrate Stormwind and liberate a political prisoner. One who could change the course of the war. In our favor. Are you up to the task? We will not fail you, my queen. I know you won't. Ja, ist ein bisschen, ne, Bitch please, muss man sagen. Na gut, Nathanos auch mega, ne, ihre Pussy hat Zähne. Also, der steckt da auch ganz gut fest. Ja, ich mag irgendwie dieses nachtgeborene Outfit, das ist echt cool. Ja, vor allem dieses teilweise Glitzern da unten, das ist schon geil. Und ich musste halt diesen Stab morgen. Alter, oder ist das eine Lanze? Der sieht ein bisschen jedenfalls cool aus. Und sagen, hi. We meet again, friend. Das ist ja nett. Daemon. Hi. Good. We're all here. Work complete. Do not test me. Die Sturmen-Extraction. So, wir haben diese Story natürlich schon mal gehört. Von daher verziehen wir uns direkt nach Sandalar. Kam sie erstmal durch den Boden angeflogen, die Gute. Ja, hier sind wir in Sandalar angekommen, mit dieser wunderhübschen Kamerafahrt, dieser wunderhübschen, mega geilen Musik im Hintergrund. Ne? Ist einfach großartig. Und wir können das wegschmeißen eigentlich, weil das brauchen wir eh nicht mehr. Ja, ich muss immer nochmal kurz hören. Diese Musik ist einfach, das ist einfach geil. Ja, die Musik ist geil, die Sandalari sind ziemlich geil. Ich finde ehrlich gesagt, ich hätte gerne das hier als Traditionsrüstung, weil das Outfit, was Talanji anhat, finde ich viel geiler als das, was wir eigentlich haben. Na, als Traditionsrüstung. Da Ender Draces Sandalari-Trollen habe ich auch schon. Kultiras Mensch habe ich noch nicht gemacht. Dafür bin ich einfach noch nicht so weit. Heritage habe ich auch noch nicht gemacht, diese ganzen Sachen. Heritage Armor fehlen mir eigentlich fast alle. Habe ich nur zwei. Die fehlen noch. Bin ein bisschen faul, liebe Leute, ich geb's zu. Bin ein bisschen faul, ich bin irgendwie auch ein bisschen müde. Das ist ganz schön kacke, ich war eben noch wach. Ich war eben einfach noch mega wach, naja. Aber wenigstens eine Folge gekriegt, ne? Ja, ja, gut. Ich weiß das schon, alles gut, alles gut, alles gut. Ja, Mann, die ist ja schön, wenn die sich alle so... aufreihen, ne? Prinzessin, ich bin ein Arschloch und ein Verräter. Lass mich bitte nicht aufhalten. Er ist auch ein wirklich schönes Tier. Vada. Ich finde diesen Akzent einfach mega geil. Vada. Ne? Schon cool. Es ist auch, diese ganze Stadt ist eigentlich sehr, sehr geil. Ich finde sie nur mega unpraktisch, ne? Weil hier ist einfach so viel Weg dazwischen, ne? Also, einige Kritiken jetzt zu dieser Hauptstadt sind halt einfach, man merkt, dass Blizzard erst den Raid gemacht hat, ne? Und dann die Stadt um den Raid gebaut hat. Ja, finde ich ehrlich gesagt auch. Finde nur ein bisschen schade, dass man hier jetzt nicht rein kann. Ne, in den ganzen Kram und sich das alles angucken kann ohne Raid. Außerhalb vom Raid. Ist ein bisschen traurig. Weil ich bin noch immer so ein Explorer-Typ, ne?
my king, the Horde has only come to steal our Nirvi for their undead war chief. This champion defied the might of Stormwind to save Zul and me. Such bravery merits an audience, Father. Enough! I will decide what to do with this outsider. Jacques Razet speaks true. You seek our fleet's might against the Alliance. But my daughter is right as well. Rescuing her showed great courage, a trait I admire. Talanji worries that I do not see our true enemies. Know that I am not as blind as she fears. Let us see if the Horde can prove its worth to Zandala. Let them stay in the Great Seal as my guests. For now. Only the Zandalari may walk those sacred halls. The law steers. The law is what I say it is. For so long as I am king, the eyes of the kingdom rest upon you, champion. This day, I name you Speaker of the Horde. Sprecher der Horde! Ahu! So, König Rastakhan. Schön mit uns geschnabbelt. Wir wollen Tolani aber nicht verloren. Hui, von daher springen wir einfach unten rein. Und... ja, wir müssen einfach warten, bis sie kommt, oder? Kann man schon direkt mit ihr schwätzen. Times change. And so must the Zandalari. Times change. Ja, wir müssen immer warten, bis sie ankommt hier unten. Normal kann man aber einfach runterspringen. Ja, ich muss hier hoch noch. Ja, super. So, jetzt müsst ihr eigentlich die Fahne spawnen, ne? Das Banner. Mit dem wir die Horde hier reinholen können. Und da kommen sie auch schon angeflogen, die guten. Forsaken, Forsaken, Nathanos. Ne? Alle schön dabei. Wir müssen hier einmal kurz reinhauen. Hallo? Da müssen wir gar nicht reingucken. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo wir reingucken müssen. Hier rein. Die Portalhalle. Dann uns das große Siegel angucken. Aha, aha, schön. Und natürlich einmal hier die Schatzkammer, ne, wo die Bank dann nachher eben reinkommt. So, jetzt dürfen wir uns mit der guten, mit dem guten Nathanos und, nee, wir müssen da vorne rein, ne? Wir müssen hier rein. Das vergesse ich jedes Mal. Der Dude steht einfach hier. Und jetzt werden wir in die nächste Phase geladen, ohne viel Aufhebens. Ne? Sehen wir auch die anderen Spieler hier, alle wunderschön. Sind wir jetzt hier reingeladen und wir sehen, wir brauchen uns, ne, wir müssen Talanji zuhören. Was hat sie denn sozusagen? Time is short, so I will be brief. I plan to lead an expedition into the swamps of Nazmir to deal with the threat to our northern border. However, if you want our navy, you need the support of my father. Here in Zul'Dazar, his advisors plot against you. And then there are the schemes of Jacrezet in the deserts of Vol'Dûn. I have no doubt he is as big a threat to the Horde as he is to my people. We cannot be in all places at once. I leave it to you to choose your priority. Review your maps and decide which plan you will see to first. Ja, wir dürfen uns jetzt das Gebiet aussuchen, in das wir zuerst reingehen wollen. Und ich bin ehrlich gesagt ein riesengroßer Fan von Zul'Dazar, ne? Von daher würde ich sagen, wir gehen nach Zul'Dazar und gucken uns dann mal in der nächsten Episode an, was die Storyline hier so für uns bereithält. Ne? Von daher sehen wir uns dann in der nächsten Episode. Macht's gut, bis dann. Tschüss.